Okay, hier ist der Vorbuddler von minenarbeit.de. Wir spielen und das ist sehr schön. Auch, dass wir hier jetzt so eine und das ist auch schön. Und ja, ich habe jetzt einfach mal Treppen und mach die jetzt mal dran. Wie ich das jetzt so will. Ganz spontan. So, und jetzt sind wir oben. Und jetzt sind wir wieder unten. Also für alle, die sich jetzt fragen, ob ich was genommen habe. Ne, nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich bin nur halt wieder mitten im Denkprozess. Das ist cool mit der Treppe. Finde ich gut. Können wir jetzt hier da wieder auch noch dann da hochbauen, ne? Jetzt kommen wir zu den Blumentöpfen. Die Terrassengärten möchte ich gar nicht als Gärten machen, sondern eher so als Baumplantage. Wo wir dann immer schnell hinkommen, relativ, ne? Und was abholzen können. Wenn wir mal sagen, auf der Höhe mache ich jetzt immer einfach noch so einen Blumentopf hin. So drei Teile. Ich weiß nicht, ich mache jetzt einfach mal. Ich habe keine Idee, was ich jetzt da so baue, ne? Da in die Mitte dann immer so ein Baum. Also sieht ein bisschen klobig aus, ne? Ist nicht so schön. Also sollte natürlich schon ein bisschen gut aussehen auch. Also das geht doch wahrscheinlich, oder? Ja. Also das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Auch so, ob der sollen wir einfach mal so ganz plump. Ich mache das mal ganz anders. Ich mache das mal ganz anders. Pass mal auf. Ich nehme jetzt einfach mal Koppelstein. Von dem Schrott haben wir ja genug, ne? Und dann mache ich da mal so eine Umrahmung mit so einer Stütze. So. Und in der Mitte dann so ein Baumpott. Ja, könnte man jetzt jedenfalls schon mal ein bisschen besser erkennen, als dass es irgendwas soll, ne? Ich pflanze auch direkt mal was ein. Ja. Okay, da muss ich jetzt mal noch mit der Idee selber. Da muss ich mal ein bisschen reinwachsen. Das ist jetzt einfach so. Gucken wir mal, ja. Notfalls, wenn das irgendwie gar nicht klappt, dann reißen wir das halt wieder ab. So, jetzt machen wir hier mal drei dazwischen. Das sind fünf. Machen wir vier dazwischen. Was sage ich denn? 1, 2, 3, 4, ich und zählen, ne? So, und hier fängt der nächste Pott an. Und ein Stück Erde rein. Ja, wo haben wir sie denn? Da haben wir sie ja. Und wieder ein Bäumchen drauf. Und gucken gehen. Ach, ist das schön hier. Immer wieder muss man sagen, Mensch, ist das schön hier, ne? Ah, ja, passt natürlich ja gar nicht so viel dahin jetzt, ne? Ein bisschen fett alles. Jetzt genau in die Mitte. Warte mal, das sind immer Dreier. Ja, das ist natürlich doof. Das passt nicht genau in die Mitte. Ich will das jetzt aber doch symmetrisch machen. Ja, machen wir mal so. Pass mal auf. Hier wieder ein Topf hin. So. Den reißen wir nochmal ab. Machen wir stattdessen hier hin. Zack, zack. Alles kaputt machen. Nach. Stehe ich mal wieder mir selber im Weg. So, ist mit einem versetzt. Sind hier drei dazwischen? Irgendwie, ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube schon, dass das geht. Wir können ja mal mit Knochen nachhelfen. Ja.
glaube, wenn das jetzt alles in der Masse so ist, dann sieht es doch wieder ganz, ganz lustig aus, finde ich. Schauen wir mal hier. Hab sowas auch noch nie gebaut, ne? Weiß nicht, ob das Sinn macht oder so. Ich finde es halt einfach wahrscheinlich dann ein bisschen einfacher, immer hier so hinzukommen. Da müssen wir noch ein bisschen Beleuchtung. Beleuchtung sollten wir hier. Wie machen wir das denn? Dass wir da auch schon mal jetzt so eine Art Grundsatz. Was ist denn da mit der Ecke passiert? Also. Ja, pass auf, dann machen wir das so. Immer dazwischen oder hier vorne an so ein. Hier so. Da so dran. Immer eine Fackel. Das kann direkt wieder weg. Das wird zerstört. Ey, cool. Und dann machen wir hier direkt noch einen nächsten Pott. Und dann läuft das Geschäft. Wow. Ja, schön. Hehehe, finde ich lustig. Jetzt gefällt es mir doch ganz, ganz allmählich. Erst habe ich ja selber so ein bisschen mich erschreckt. Ich habe gedacht, was ist das denn? Aber es sieht irgendwie strange aus. So, strange finde ich gut. Wie viel Abstand haben wir denn hier so? Eins, zwei. Eins. Was? Hier so dorthin? Okay. Machen wir hier den nächsten Topf. Stimmt das? Ich glaube ja. Von der Entfernung ist das denn auch richtig? Ja, da ist immer einer. Ja, genau, so ist richtig. So, und dann bauen wir hier eine Fackel dran. Setzen dann oben wieder Erde ein. Das haben wir sogar schon getan. Aber ich kriege ja wieder nichts mit hier. Ah, super. Und dann rennen wir die Treppe mal runter. Da können wir jetzt natürlich gucken, dass wir auf dem einen Hang so Pinien bauen. Das ist ja lustig. Ich finde das gut. Und auf dem anderen Birken. Ne? Und da kann man dann da schön langlaufen. Kann man vielleicht noch so Arbeitswege einführen, dass man da irgendwie noch Holzplanken drauflegt oder sowas. Ups, wo kommt das denn her? Kommst du da hochgeflattert? Was ist denn da los? Ach ja, hier bin ich mal rein von aus. Da war ich hier runter und dann kam ich nicht mehr rein. Das ist natürlich nicht so Vorteil. Ah, ein schwarzes Schaf, ja. Da wollen wir doch jetzt mal ein wenig hingehen. Komm. Das ist ein graues, das finde ich auch gut. Grau finde ich total gut in meinem Texture Pack. Obwohl, das ist ja jetzt hier wieder das, Spezialpack, das extra. Ich bin ein bisschen durcheinander. Auf dem Server empfehle ich halt. Ja. Empfehle ich halt, das normale Texture Pack von mir zu benutzen. Weil da viel mit Pixel Art gemacht wird und farbiger Wolle als, ja, Baustoff für Häuser, ne? Baumaterial und. Und hier im Let's Play habe ich ja viel, oder besonders auch in der Let's Show, ne, habe ich dann mit meinem extra Texture Pack viel gemacht. Mal vergesse ich es auch, ne? Ja, aber gut, aber es empfehle ich halt für den Server, das normale zu so benutzen. Und wer ein bisschen rumspielen will und so, der kann auch mal das extra benutzen oder sich inspirieren lassen und selber so ein Texture Pack machen, ne? Was ist der Unterschied? Das seht ihr ja hier, das ist keine normale rosa Wolle, sondern die hat ein Muster, nämlich ein Herzchenmuster. Und das ist mit anderen Wollstücken auch so. Hier zum Beispiel haben wir hier die. So, der Fantopart, ja. Das ist irgendwie so ein Fantasiefell. Oder, hab ich hier, das finde ich auch besonders schön dekorativ, diese braune Wolle. Das, ja, hat so einen Holzkisten- oder schrankartiges Muster, ne? Das kannst du schön verwenden. Schwarze Wolle, weiße Wolle ist immer noch so wie ganz normal, ne? Weil man die auch so häufig braucht. Da guckt ihr einfach unter minenarbeit.de.
/tp und dort findet ihr dann alle Informationen, also wirklich alle Informationen zum Texture Pack. Alles in Sicherheit bringen, das ist besser so. Am nächsten Tag, wir können auch da nochmal da gucken, obwohl da hat sich nichts getan, da haben wir eigentlich in der letzten Folge alles schon gemacht. Müssen wir nur weiter tun und ich brauche auch nochmal, unten will ich ja noch ein bisschen weiter bauen. Ich nehme schon wieder dieses Bett. Immer dieses hier vorne, also habe ich mich jetzt sowieso dran gewöhnt. Ne? Sonst heißt es hinterher, wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ne? Der kleine Vorbotler hat ja wieder alles schmutzig gemacht. So, was machen wir denn jetzt? Sollen wir mal ein bisschen Holz nehmen? Kommen wir nehmen mal ein bisschen Holz. Ist das normales Holz oder? Nee, das ist dunkles Holz. Genau, nehmen wir hier mal so ein bisschen Holz mit. Und dann mache ich mal draußen noch die das Gerippe. Oh, cool. Das finde ich schon total gut, wenn man jetzt hier... Oh, das finde ich super. Das finde ich total gut. Also, ne? Fein, fein, fein. Hier mache ich auch kein Holzdach drauf. Sondern... Mal eben gucken. Oh, ist immer unheimlich hier die Ecke, ne? Mit, oh. Ja, da muss ich natürlich auch mal ran jetzt. Also... Das wird die zweite Terrasse unten praktisch, ne? So, jetzt hier nach unten durch. Es war da nicht so schön, weil der uns dann vom Fenster steht, ne? Ah, das ist aber nicht so egal. Das ist aber nicht egal, ne? Das ist ganz schlimm. Und deswegen machen wir das, so. Sieht mich schön aus von innen. Ja. Wenn man da mal so reinguckt. Wie muss ich jetzt weitermachen? Ja. Ja, gut. Ja. Bin mir nicht sicher, ob man das jetzt so genauso synchron wie auf der anderen Seite machen sollte. Nee, mache ich glaube ich nicht. Ich passe das lieber so ein bisschen hier an. Pass mal auf. Und zwar können wir doch das hier... können wir das doch hier wegmachen. Und da vielleicht... Holzschienen hinsetzen. Hätte ich was gesagt? Holzschienen. Vielleicht so? Ah, ja, guck mal. Einfach mal kommen lassen, ne? Mal gucken. Er wird so hoch. Das wird so hoch hier. Aber wie brauchen wir denn hier? Müssen wir ja so durchlaufen können. Was ist jetzt so stufenförmig vielleicht? Da oben den einen mal wieder weg, dann. Den auch. Okay, jetzt sind wir unten. Da guck mal, da sind das genau die beiden, die ich jetzt hier noch zu viel reingehauen habe. Wo ist denn eigentlich meine Axt? Ich habe doch eine. Hier stimmt ja irgendwas nicht. Ach du, Moment mal, Moment mal. Das war doch richtig. Das war ja richtig da oben. Habe ich denn was auf den Augen? Wo ist denn jetzt das Holz hin? Da, richtig. Reicht ja wieder nicht. Da gehen wir eben mal einen Baum fällen, weil das Lager leert sich schon wieder. Hier noch einen drunter gesetzt. So, dann müssen wir eigentlich nur die andere Seite anpassen und dann können wir da so Zeug drauf. Oh, jetzt kann ich hier keine Bäume wegfällen, weil das alles noch Naturschutzgebiet ist. Das Zeug, das kann doch weg. Komme ich denn da irgendwie ran? Aber sicher das. Warum habe ich das... Ah, das wird wahrscheinlich durch einen Creeper-Angriff mal zersprengt worden sein, der ganze Baum. Der steht uns eh im Weg hier. Die ganze dunkle Ecke hier, die soll ja mal ein bisschen schöner gemacht werden. Da habe ich so Visionen mit hier Glas und sowas, ne? Da freue ich mich auch drauf. Da gibt ja dann demnächst auch Scheiben. Also Glasscheiben, ne? Nicht, dass man nicht mehr die ganzen Glasblöcke einbaut. War es das jetzt? Sondern... Da ist noch einer.
Ja, dann baut man nicht ganze Glasblöcke immer rein. Man kann einfach nur Glasscheiben einsetzen. Das ist natürlich. Das passt sich natürlich unheimlich schön dann an das Gebäude heran. Also man, ohne dass das immer so ein auffälliger Glasrahmen noch so ist, also ein blockartig. Ja, das ist jetzt kein. Ey, wer schubst mich hier? Du doofes Huhn, hau ab, ey. Die gehen an mir mal. Gibt's demnächst Brathähnchen? Dann, ne? Also, haha. Noch habt ihr schon Zeit, ja? Kein Problem, aber dann geht's euch an den Kragen. Ich mag nämlich Brathähnchen sehr gerne. Ja, das ist lecker. Gut, gucken wir mal hier. Das ist jetzt. Ja? Ja, irgendwie. Hallo? Ist doch jetzt irgendwie schief und krumm geworden, ne? Stört uns das? Mach mal so mal, so mal, so mal, so mal. Ja, ist schief. Oder? Ich habe jetzt echt was auf den Augen. Ich muss hier mal gerade das mal wegmachen hier eben. Das irritiert mich. Und jetzt gucke ich mal. Ja, ist ja völlig schief. Aber das finde ich schon wieder so geil schief, ja, dass ich das jetzt auch, glaube ich, wieder lasse, so. Ja. Einzig, was mir nicht gefällt, ist dann immer, wenn das hier noch auf so einem einzelnen Grasblock steht. So. Und jetzt tun wir wieder Heu drauf. Fangen wir mal oben an. Noch einen andersartigen da rein, ja. Die können wir eigentlich ja so vielleicht so einfach schön. Guck mal. Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Da hängt aber auch noch einer über. Den catch ich mir. Ach, den hauen wir mal eben so ab. Ich sagte ja schon mal, ne, ist mir einfach immer viel zu klein, dieses ganze Inventar. Ja, da ist zu wenig Platz. Gucken wir mal hier, das war's mit dem Pinienlaub. Aber das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Ist ein bisschen dunkel jetzt hier, das ändern wir gleich. Ja, also nicht gleich wieder nach Mami rufen, weil ihr Angst im Keller habt, ne? Weil es ein bisschen schummerig wird. Nein, nein, das machen wir schon alles. So. Da bauen wir eine Fackel hin. Hier in die Ecke. Da passen doch schöne Fackeln rein. Guck mal. Ja, das ist doch schön. Ach, herrlich. Ja, da ist das schon mal viel sicherer. Klar, die können da unten reinmarschieren und uns da entgegenkommen. Aber erstmal. Ich bin mal gespannt. Ne? Wir haben ja immer so gerne so Besucher vor der Tür stehen. Ne? Ungebetenen Besuch. Kommt immer wieder vor, ja. So. Das Dach noch drauf. Dach ist ja eigentlich besonders wichtig, wegen der Viecher, die von oben fallen können. Ah, das gefällt mir jetzt hier. Ja, ich bin ganz begeistert. Ja, solche Naturell-Geschichten. Ist das denn jetzt okay da? Ja, guck mal. Und dann machen wir hier vorne noch ein paar Lampen dran. Da und da. Hier noch ein bisschen so eine Verzierung. Und da noch ein. Ja, so. Dass das wieder so ein bisschen wilder aussieht. Mensch, das hat eine dunkle Ecke. Ach, dann haben wir das gleich richtig weg hier. So. Nochmal gucken. Ja, dann werde ich jetzt einfach im Laufe der Zeit, immer wenn ich vorbeikomme, werde ich dann da wieder was vorklatschen. So, ja, hier noch. Da können wir noch. Da komme ich noch so, soweit es geht. Kann ich hier noch was machen? Die Säule auch noch ein bisschen verzieren. Noch hier zu einer so Seite weg und hier auf der anderen Höhe zur Seite weg. Da so durchgehen vielleicht und hier noch einen drunter setzen. Das war's. Das war's. Ja, und das finde ich gut. Nochmal aus der Entfernung gucken, mal ein kleines Foto machen.
Das ist gut. Das gefällt mir. Oben drauf, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen. Ne? Und dann ist das sehr schön. Auch so ist das Holz so durch. Ist gut gewesen, dass wir das normale Holz genommen haben. Ist gut gewesen. Ja, Bad Schönfels. Guck mal. Immer noch schummrig, ne? Aber. Ach, das ist aber hell genug. Das ist aber hell genug. Hier sind ja überall Fackeln, ne? Viel super. Wird doch gerade dunkel. Herrlich. Ne? Ach, da kann ich ja nochmal eben rausgucken oben, ob die Pinien gewachsen sind. Und dann können wir eigentlich das Terrassenschild können wir eigentlich wegmachen, oder? Das ist ja eigentlich Terrasse unten. Ja, jetzt haben wir so wirklich. Ja, das sollte jetzt als. Ne? Als Basisprojekt jetzt schon mal beendet sein. Ich betone ja immer wieder, dass man da immer noch mal dran gehen kann. Und immer nach ein paar Tagen fällt einem wieder was auf und dann fängt man wieder an rumzubauen. Und demnächst müssen wir sowieso noch mal von vorne anfangen, weil wir ja 1.8 haben. Es sieht sehr interessant aus. Es sieht echt so ein bisschen nach Science Fiction aus, finde ich. Ja, das mache ich da auch noch. Da kommen dann Birken rein. Das mache ich dann aber am nächsten Tag. Und ich würde sagen, ich zeige euch das dann auch, wenn es fertig ist. Sofern ihr wieder einschaltet, ne? Und immer auf minenarbeit.de guckt, da findet ihr alles zu Minecraft. Da steht die Adresse, ja. Wunderbar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.